Hallo Leute, der Walrock wieder hier zurück mit Let's Play Final Fantasy 8. Das letzte Mal haben wir uns schon aufgemacht, den Galvadia Garden zu erkunden. Beziehungsweise ihn zu entern eigentlich. Und damit, ja, machen wir halt weiter. Und letzten Endes natürlich der Hexe gegenüberzutreten und sie zu besiegen. Versuchen wir zumindest. Aber zuvor müssen wir uns mit den dreien, jetzt zweien, auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wozu die Korallenfragmente gut sind, aber jetzt habe ich 8 Stück mehr. Das Squall fetzt ganz schön rein. Ich verstehe nicht, warum es die anderen so wenig haben. Ich glaube, der hat von Haus aus einen Zacken mehr als die anderen. Na, jetzt bekommen wir so zwei solche Betrayal Sword, wie wir sie gebraucht haben, um Squalls Waffe abzudaten. Da war nix. Stimmt, wir haben ja jetzt beim letzten Mal den Schlüssel 1. Moment. Ja. Was ich gerade sagen wollte, wir haben das letzte Mal den Schlüssel 1 geholt. Oder Key 1. Jetzt will ich aber doch mal schnell gucken, ob Xell. Hat er natürlich nicht. Nehme ich HP raus? Ja, für die kleinen Kämpfe nehme ich HP raus und mache Gegner 50%. Das. Nee, hier brauchen wir keinen Schlüssel. Aber hier. Erleichtert die Sache ungemein. Ich werde auch, wenn wir hier durch sind, durch den Galvadia Garden und wieder etwas freies Spiel, sag ich mal, haben, auch mal Gegner 0% forschen. Das macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer. Kämpfe zum Leveln kann ich auch offscreen. Müssen wir uns hier nicht angucken. Ach, da haben wir wieder einen. Wir hatten keine Chance gegen sie. Sie ist halt unsere letzte Hoffnung. Schlüsselkarte Nummer 2. Gucken wir mal dahinter. Geht's hier weiter? Na, das ist Schloss Nummer 3. Moment, Schloss Nummer 2 war. Ah, sehr praktisch. Moment, wo bin ich jetzt? Schloss 2 war, wenn ich die Treppen ganz hochgegangen bin, die Tür. Da ist keiner. Ah, ich glaube, jetzt sind wir wieder da, wo wir in den Eishockeyraum gegangen sind. So, hier rechts, das müsste Schloss 2 sein. Oder nein, Moment, was war das geradeaus? Na, das ist 3. Ja, gibt irgendwo Sinn. Weil damit kommen wir dann wieder in die Mitte des Gartens, wo wir schon mal waren. Früher. Ja, ich finde es schön, wie mir die Kämpfe immer ins Wort fallen. Aber egal. Ja, wir wollen in den zweiten Stock. Na, geht doch. Wow. Jetzt sind wir irgendwo draußen gelandet? Ja. Ah, okay. Die springen da einfach mal runter. Ist ja nicht hoch, ne? So, na, rechts, da ist nix. Da haben wir wieder nur einen Drawpunkt. Ja, Shell und Xell, ja. Witz. So, und von hier aus kommen wir wieder in die Mitte. Und hier war, glaube ich, wieder irgendwo der Aufzug, mit dem wir in Edeas Raum gekommen sind. Hier links.
Schloss Nummer 3. Ja. Da rein. Da waren wir das eine Mal, als sie uns haben warten lassen. Da ist keiner. Dann schauen wir uns halt mal hier oben auf der Empore. Man merkt das Gegner 50% deutlichst. Würde ich mal so behaupten. Hier rein. Na, egal. Da ist auch nix. Wo geht's denn hier wieder raus? Hallo? Ah. Das ist ein bisschen dumm gemacht. Ah, okay, ich kann nicht einmal rumgehen. Dann lande ich hier. Dann war dieser Weg umsonst. Da wäre nur ein Speicherpunkt, den wir aber nicht brauchen. Weil ich Safe-Stacks benutzen kann. Leute, in diesem Garten läuft seltsames Getier rum. Ich habe gerade ein Bär mit 4 Klingenarmen angegriffen. Seltsames Vieh. Und das hat mich ständig vollgerotzt. Naja, egal. Immer schön weiter umgucken. Oh, was haben wir denn da? Der sieht mir nicht nett aus, deshalb werde ich jetzt schnell mal Squall auf HP koppeln. Und na, bevor ich die Tränke jetzt gefunden habe, benutze ich lieber Magie. Aber von den anderen, der hat schon zu viel Kuraga verballert. Oder mit dem Kura nehmen, wenn er uns gekoppelt. Ihr hier kämpft natürlich mit uns und schimpft sich. Man kann es dem Äußeren vielleicht schon entnehmen. Cerberus sollte es auch anders sein. Dreiköpfiger Hund. Ziemlich selbst zuversichtlich. Ah, wir haben ihm irgendwas geklaut, was auch immer das sein mag. Dankeschön. Kommt mir gerade gelegen. Squall macht auf diese Art und Weise eh am meisten Schaden. Und mit Berserk macht er noch mehr. Können wir was drawen? Ja, wir können einen unbekannten Zauber drawen. Triple. Aber ich werde mir auch noch ein bisschen... Der geht wahrscheinlich eh schnell kaputt. Weil Squall ihn ordentlich zudrischt. Ja, das war's auch schon. Ich hätte mir gern von ihm Erdbeben gezogen, weil das Kopfding ganz gut ist, aber gut. Wir bekommen eine neue Karte. 30 AP. Oh, sehr schön. Diabolos hat plus 40 AP gelernt. Und eine neue GF. Wir haben wieder einen Drawpunkt, den aber keiner braucht. Schloss Nummer 3. Da geht's weiter. Na, hier geht's nicht weiter. Korrigiere. Cerberus hatte ich früher auch schwerer in Erinnerung, aber da habe ich ihn noch mit GF bekämpft. Also in den früheren Spieldurchläufen habe ich weniger auf Stärke und so gesetzt. Aber so, vor allem wenn er mir da noch Berserker drauf drückt, was den Schaden ja nochmal erhöht, hat er sich im Prinzip nur selbst eins reingewirkt. So, jetzt können wir es aber aufmachen zur Hexe. Ich sehe schon, das wird wieder eine längere Folge, weil das
passt sonst nicht mehr ganz rein, glaube ich. Oder ich mach's anders, ich lasse den Kampf jetzt noch drin. Auch wenn er nicht sehr spektakulär ist. Und verlege den Hexenkampf dann aufs nächste Mal. Ich wetten möchte, dass der sich über mehrere Minuten wenigstens erstreckt. Ja, nicht sehr spektakulär. Ich hatte auf etwas Größeres gehofft. Gut, dann gehen wir noch bis vor den Aufzug und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal an dieser Stelle wieder mit dem Hexenkampf. Und bis dahin, ciao, ciao.